Dazu, siehst du, wollte ich noch mal gucken. Dazu müssten wir eigentlich. Kurz eine Abkürzung hier nehmen. Ja, okay, unser Auto fährt weg. So. So. Und auf geht's. Wir wollen jetzt hier runter. Also nehmen wir das da. Ob wir wieder mit dem Gefährt von ihr fahren? Hier ist ja ein Ripper-Dog, warte mal. Hallo. Hallo. Ach, das bist du. Mit ihr hatten wir schon das Vergnügen. Oh, hier war. Ach nee, das ist ja. Nee, das ist das, was war. Warum zeigt denn der dazu nichts an? Was ist denn das? Biodein Berserk. Ach so, okay. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Aber vielleicht gibt es hier noch was anderes Hübsches. Nee. Okular? Nee. Kreislauf? Breachdauer? Biomonitor? Hm. Ausdauer? Nee, brauchen wir nicht. Immunsystem? Hat dann nichts. Oder sie? Hier gibt es noch, da haben wir keine Möglichkeiten. Hier ist nichts. Ist auch hier, ja, wir können nur eine Panzerung nehmen. Ich weiß nicht, wofür die anderen Slots sind, aber trotzdem gibt es halt so viele Slots, obwohl wir bloß eine nehmen können. So, das hatten wir. Was ist hier mit dem Skeletto? Erhöht die Ausdauerkosten von Nahkampf? Nein. Erhöht die Ausdauer um 30%? Nein. Oh, guck mal hier. 20 Konstitutionen, damit wir dieses Ding hier reinhämmern können. Genauso wie die Lunge. Erhöht den Grundschaden von Nahkampfwaffen. Angriffstempo ist 15 Reflexe. 15 Konstitutionen. Das wär's. Müssen wir uns bemerken. Die Dame hier. Da ist nichts. Bei den Armen dürfte auch nichts sein. Beine auch nichts. Okay, danke. Danke, ich will so jetzt daraus. Ja, kennt ihr den Wind, der Wind kennt? Und ist deine Schicht vorbei? Perfekt. Netwatch. Oh! 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 Okay, das, das habe ich übersehen. Das habe ich übersehen. Wo muss ich jetzt ran? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Wo muss ich jetzt ran? Erstmal müssen wir das Rennen gewinnen. Das große Rennen. Da 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 da. Huch. Achso, lass mich raten, wir müssen wieder warten. Ja, ne? Ruf Claire an. Okay. Claire. Claire, hey. Das Finale steht bevor. Der große Tag. Ganz genau. Kommst du? Ach, ich bin schon da.
Ja, aber warte. Diesmal jagen wir den Highway runter. Also brauchen wir eine Maschine mit Feuer. Du hast die Wahl. Deins oder meine Bestie. Nehmen wir meins. Habe ich besser im Griff. Kein Problem. Ich glaube nicht, Tim. Lassen wir uns am Start? Genau. Warte dort auf mich. Ich glaube nicht, dass ich die besser im Griff habe. Mal gucken. Ich habe ja gespeichert. Im Zweifel müssen wir uns vorher noch ein Auto kaufen. Wir haben ja ein bisschen gespart. Das ist absolut unglaublich. Echt? Mann, ich kann es dir gar nicht beschreiben. Das musst du selber. Klar, verstehe ich. Hey, guck mal, unser Auto steht schon hier. Oh, guck mal. Samson. Lass mich in Ruhe, du Irre. Keine Reue? Kein bisschen? Absolut kein. Ich will die Karre haben. Glaubst du, du kommst hier lebend raus? Claire! Deine neue Fahrerin? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt aussteigen. Claire hält ihre Partner nicht lange am Leben. Du Hurensohn! Ist doch so. Dean war als Fahrer so scheiße wie als Ehemann. Hat immer zu viel auf einmal gewollt und dafür bezahlt. Mach dir nichts vor, Claire. Ich und unfallfrei fahren? Ich nein. Ich hab ihn nicht getötet. Sein Ego war's. Ich will die du Karre haben. Nichts als Abschaum, Samson. Claire, das reicht. Wir haben ein Rennen vor uns. Typ 66 Cthulhu. Merkt euch die Karre bitte. Die müssen wir finden. Komm jetzt, spar dir den Dampf für später. Alter, ich will die Karre. Steig aus, ich will die Karre. Ich will die Karre. Bring deine Freundinnen mit zur Party. Merkt euch die Karre. Typ 66, ich such, wo es die Karre gibt. 666 PS. Natürlich gewinne ich heute. Halt die Klappe. Und geh aus dem Weg. Achso, krieg ich die Karre, wenn ich gewinne? Oh, das wär's ja. Kann ich speichern hier? Nein! Okay, Leute, in die Wagen! Zeit, ein paar Autos und Köpfe zu zerbeulen! Alle bereit? 3, 2, 1! Kurve! Festhalten! Ran. Wie häng dich ran? Soll ich mich zurückfallen lassen oder was? Alter. Ich renne übrigens schon wieder, ne? Ich komm nicht dichter dran hier. Übrigens schießt sie immer in die Luft da oben, ne? Ich finde, es ist gut, wenn dein Mann wieder heimkommt vor dir.
Das ist ja schon mal was. Oh, jetzt geht uns die Puste aus hier. Aber das ist die Strecke, die wir zu schon selber gefahren sind, ne? Der Highway, der nicht befahren war. Ihn nach, wie? Genau, ihn nach, mir nach, ich folge. Sein Auto ist hin, er fährt runter. Was? Ihn nach, wie? Lass ihn nicht entkommen. Das ist die Chance. Wo ist er denn? Nehmen wir ihm den Wind aus den Segeln. Häng dich ran. Mein Freund, jetzt hast du die Karre kaputt gemacht, du Idiot! Wie geht's so, Samson? Claire, bitte nicht! Ich hab nichts getan! Wirklich? Du kleine Zecke! Hey, bitte! Lass das nicht zu! Claire, ich flehe dich an! Scheiße, Claire! Was willst du von mir? Ich hab ihn nicht getötet! Halt's Maul! Es war ein Unfall, verdammt! Bitte lass mich gehen! Hier kommst du nicht mehr raus. Wovon redet der Typ? Ist doch egal. Versucht, seine Haut zu retten. Lass das nicht zu! Ich hab ihren Mann nicht getötet! Ich sagte, halt's Maul! Claire, warte. Ich will das hören. Wozu? Was hast du zu sagen, Samson? Dean wollte mich vor der Ziellinie überholen. Aber er verlor die Kontrolle. Du hast uns gerammt! Und? Das war regelkonform. So läuft das bei diesen Rennen. Ist das wahr, Claire? Samson hat regelkonform reagiert? Ist doch egal. Der Bastard hat Dean umgebracht. Er muss dafür bezahlen. Was willst du von mir? Du tötest wie alle. Claire, es war ein Unfall. So ist das Rennen. Ich hab ihn geliebt. Mehr als mein Leben. Und jetzt soll ich ich soll diesen Abschaum gehen lassen. Dein verfickter Ernst! Gut, mach, was du willst. Sei zu sterben, Arschloch. Was? Nein! Dein Mann war nicht der Heilige für den... Ups. Kann ich das nicht, das Auto heile machen? Bitte. Warum ist dein Auto? Abhauen, wie? Bitte. Nee, passt schon. Was ist mit dir? Nein, danke. Passt schon. Was machst du jetzt? Bitte? Was soll ich denn machen? Naja, war es das für dich? Womit? Rennen oder meiner Rache? Ich habe mit beidem abgeschlossen. Ich muss meine Vergangenheit endlich hinter mir. Klingt gut. Aber bist du sicher, dass es dir gut geht? Dass du nicht auf dumme Ideen kommst? Hast du Schiss, dass ich gegen die nächste Betonmauer rase? Keine Sorge. So bin ich echt nicht drauf. Die gehört dir. Was? Du schenkst mir dein Auto? Nicht meins. Sie gehörte mir und Dean. Aber uns gibt's nicht mehr. Mach's gut, Wie. Und achte auf die Kurven, sonst landest du irgendwann im Graben. Tja, war das jetzt die richtige Entscheidung? Unerwartet, wie unangenehm gerade.
Nee, die anderen Autos kommen nicht vorbei, weil er ist runtergefahren, weil er zu großen Schaden oder so hatte. So meine Interpretation von der ganzen Geschichte. Ja, da haben wir jetzt... Da haben wir jetzt ein bisschen Luft noch, ne? Ach so, das... vielleicht... Das Problem ist... Das ist schon das dicke... Oh... Pass mal auf. Wir probieren mal den Gedankengang von Catalina. Dass die andere Entscheidung vielleicht das Auto eingebracht hat. Aber das brennt doch gerade. So, leg dich wieder hin. Genau, so. Wie geht's so, Samson? Claire, bitte nicht. Ich mach mal überspringen, ne? Wirklich? Hey, bitte, lass... Claire, ich flehe... Scheiße, Claire, was willst du von mir? Halt's Maul. Hier kommst du nicht mehr raus. Wovon redest du? Ist doch egal. Lass das nicht zu. Ich hab ihren Mann nicht getötet. Ich sagte... Claire, war... Was hast du zu sagen, Samson? Dean wollte mich... Du hast uns... Na und? Ist das wahr, Claire? Samson hat regelkonform reagiert. Ist doch egal. Was willst du von... Claire, es war ein Unfall. Ich hab ihn geliebt. Ich soll die... Ja, Claire, lass ihn gehen. Soll das ein scheiß Witz sein? Nein. Er mag ein Konzernarsch sein, aber an Deans Tod hat er keine Schuld. Oh, das Auto brennt nicht mehr. Wird Dean nicht zurückbringen. Könntest recht haben, wie? Gott sei Dank. Ist mir nur leider egal. Was? Nein! Dein Mann war nicht der Heilige für den... Ich glaube, es gibt keine andere Lösung. ja. Lass uns abhauen, wie? Bitte. Ach komm, wir fahren jetzt mit. Mhm. Die Mission geht weiter. Das war's, hm? Sieht so aus. Dein Mann, wie war er so? Langschläfer. Ich vergesse immer mehr. Hab Angst, dass ich ihn ganz verliere. Was wirklich zählt, vergisst du nie. Deine Gefühle für ihn. Ja. Alles okay, Claire? Was? Wieso? Siehst traurig aus. Bin ich nicht. Ehrlich gesagt fühle ich gar nichts. Schon okay. Das wird besser. Was denn? Naja, alles. Das Leben geht weiter, Claire. Gerade will ich mich nur in meinen Alkschrank einschließen. Willst du es nochmal wagen? Als Team? Ein Rennen, meine ich. Nein, wie... Ich werde nie wieder Rennen fahren. Nie? Nie. Das war was zwischen mir und Dean. Unser Ding. Ich brauchte dich nur, um Samson... So. Sie brauchte uns nur dafür. Die gehört dir. Was? Du schenkst mir dein Auto? Nicht meins. Sie gehörte mir und Dean. Aber uns gibt's nicht mehr. Mach's gut, Vi. Und achte auf die Kurven. Sonst landest du irgendwann im Graben. Hm.
So, jetzt haben wir ein neues Auto. Ich glaube nicht, dass es eine andere Wahl gibt. Die andere Wahl ist bloß, wir hätten das Rennen beenden können. Aber ich glaube nicht, dass irgendwas anderes hier lösbar oder machbar gewesen wäre. Wo stehen wir denn jetzt? Wieder mittendrin statt nur dabei. Oh, Fahrzeug, Fahrzeug, Fahrzeug. Wo wollte ich jetzt hier hin eigentlich? Da will ich nicht. Das machen wir noch beim nächstbester Möglichkeit und Gelegenheit. Ich würde gerne... wir sind wieder... Oh, die Chance nutzen. Wir hätten hier noch eine Nähmission und... Wir machen mal so rum. Ich möchte gerne die Chance nutzen, dass wir noch ein paar Nebenmissionen mitmachen. Wir sind eigentlich levelmäßig schon gut dabei, also so ist es nicht. Aber ich habe halt echt Sorge, dass wir irgendwas verpassen. Es gibt ein paar Spiele, zum Beispiel bei Witcher 3 war es so, dass man... Und ich denke mal, das wird hier genauso sein, oder war ja auch stellenweise so, dass bestimmte Nebenquesten auch später nochmal eine Relevanz oder eine Erwähnung oder ähnliches finden. Ach! Was machst du da? Ich bin völlig zufrieden mit meinem Aussehen, vielen Dank. Bitte, hör auf damit! Oder was, du scheiß Roboter? Bist du taub? Er hat dich was gefragt. Und zwar höflich. Jetzt chill mal. Ist doch nur eine SBEM. Bitte, lass mich einfach in Ruhe. Tu's für deine Mutter. Ich weiß, Helen sorgt sich sehr um dich. Was zum... Woher kennst du meine Ma? Reg dich ab, okay? Renton hat's nicht so gemeint. Das ist nicht seine Art. Der ist eine verdammte SBEM. Der meint gar nichts. Und er sammelt Daten über meine Mutter. Das nennt man Gedächtnis. Standardausführung heutzutage. Kommst du mir dumm? Warum verteidigst du den? Dieser Rosthaufen sammelt Infos über mich für die verfickten Konzerne. Wer weiß? Vielleicht bist du ja auch eine Konzernratte. Für wen arbeitest du, hä? Danke, wie? Puh, ich hatte solche Angst. Ich dachte, er bemalt mich mit gemeinen Sprüchen. Die Demütigung. Ach ja, jetzt, wo wir so viel zusammen durchhaben... Sind wir echte Freunde? Oh. Du bekommst ab sofort Rabatt. Danke, Brandon. Kein Ding. Du hast ihn dir verdient. Du bist eine harte Nuss und trotzdem so nett. Nicht zu jedem. Ich könnte nicht gemein sein, selbst wenn ich wollte. Besonders zu dir. Über Tote sagt man nichts Schlechtes. Was? 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 Was war das? Moment. Was? Du solltest nicht hier sein. Und bist es dennoch. Wie eine Störung im System. Oder ein Demon, programmiert von einem brillanten Netrunner. Du weißt doch, wozu Demons fähig sind. Oder wie? Woher weißt du das? Überrascht? Viele Leute kommen zu mir. Ich höre ihnen zu und lerne, wie sie reden. Ich habe ein paar Mal deinen Namen gehört, das Puzzle zusammengefügt. Nicht schlecht für eine einfache SBEM, oder? Hör zu. Wir reden später, okay? Bis dann, Brandon. War er es, der uns gerade eins eingesiebt hat hier? Da hat er uns voll eine reingesammelt, oder? Boah, hab ich mich erschrocken. So, ich wollte aber jetzt hier eigentlich... Das ist Takemura? Nein, 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 nein. Nebenmission, Nebenmission. Da ist er. Der Quadratype. Was, der kostet bis 55.000? Das ist ja geschenkt, ist das. Das ist ja geschenkt. Oh, das hört gar nicht auf hier.
Bleibt der Effekt jetzt so oder wie? Oh. Das Spiel, der Effekt kann langsam aufhören. Ich sehe gar nicht, wo ich hinfahren muss hier. Wow. Der Effekt hört nicht mehr auf hier. Kleinen Moment mal. Okay. Ach so, ist ein Bug. Okay, gut. Aber es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich den in der Form hatte, dass er nicht aufhört. Aber der Schaden, den ich bekommen habe, der ist von der SBEM gewesen, oder wie? Und wir haben Elektroschock nämlich losgelassen. Aber warum wollte sie uns... Wollte sie uns töten? Hätten wir das überlebt? Oder hätte ich das überlebt, wenn ich nicht so imber gewesen wäre? Ich glaube nicht, oder? So, nun komm. Kein Wunder, dass ich das Auto nicht gefunden habe. Kein Wunder. Tada, da ist es. Oh, sehr schön. Oh ja. Ab und zu muss man sich immer auch was gönnen, ne? Ach ja, okay. Ja, den Schlitt muss ich auch noch kaufen, aber ich glaube, das waren 200.000 oder 250.000, was der kostet. Die 50.000 müssen wir uns erstmal hier wieder verdienen. Kommen wir hier rein? Hui. Hey, warte! Warum? Was denn? Aha, aha, aha. Was ist das? Okay, ist zu. Hey, mich hat ein Tiger Claw um Hilfe gebeten. Wurde von einem gewissen Aki angegriffen. So nennen sie zumindest diesen Cyberpsycho Tigerjäger. Er bringt gerade auf spektakuläre Weise seine eigenen Leute um. Ich glaube, dass Aki einen cyberpsychotischen Anfall hatte, hätte aber gerne Gewissheit. Bring ihn, wenn möglich, nicht um. Und pass gut auf dich auf dabei. Ja, kommt nochmal eine Zusammenfassung? Ja, ja. Die sind so langsam davon überzeugt, dass irgendein rachsüchtiger Geist oder Dämon sie heimsucht. Ich will das übernatürlich per se ja nicht ausschließen, aber ich vermute, dass es auch eine ganz gewöhnliche Erklärung dafür gibt. Jawohl, gibt es auch. Wo versteckst du dich? Wer bist du? Du bist ein Rowdy und du bist Norit Akuhara. Du bist der, den wir suchen. 13. Hey, alter Finne. So, 551C55. Okay, da. Oh, es geht schon los. Hui, hui, hui. Ey, ich will... Wie zwei?
So, das nochmal hinterher. Oh! Was zur Hölle ist das? Huch! Ui! Ui! Weihnachten! Wir haben Legend die Mantis-Kling. Okay. So, wo muss ich jetzt hin? Ich kann nicht speichern. Bleib stehen, bleib stehen. Der hat sich schon wieder belebt hier. Ah, oh. Der lenkt die Schüsse ab. Oh, mein lieber Freund. Jetzt nicht mehr. Nur mein Freund. Und war heute mit dem neuen Boss unterwegs. Seine Fähigkeiten lassen im Vergleich zu Sotas Kunstfertigkeit zu wünschen übrig. Hat den Job alles andere als sauber erledigt. Brauchte mehrere Hiebe, um ein paar der Typen von Sixth Street endlich zu töten. War richtig schmerzhaft mit anzusehen. Warum hast du ihm nicht geholfen? Ich weiß, du hättest sie getötet, ehe er überhaupt die Klinge aus der Scheide gezogen hatte. Ich wollte ihm die Gelegenheit geben, sich zu beweisen. Hm, vielleicht gar nicht schlecht, dass er eine Chance zum Üben bekommen hat. Das hatte bei Sota immer oberste Priorität. Ja, aber er hat das Hemd ruiniert, das du mir gegeben hast. Davon abgesehen spüre ich keinerlei Verbundenheit zu ihm. Keine Sorge, du bekommst ein neues Hemd für unser neues Leben, weit weg von dieser Gang auf dem absteigenden Ast. Hm, ich glaube, das neue Hemd lässt sich leichter verwirklichen als ein neues Leben, aber warten wir es ab. Vielleicht irre ich mich ja, obwohl meine Weitsicht sich stark verbessert hat, seit ich an meinen Zen arbeite. So, hier hat einer hier echt alles verwüstet. Ist ja schlimm, ist das. So, dann gucken wir mal, was wir hier alles Hübsches finden. Ich hab doch gar keine Waffe in der Hand. Ja, das ist die alte Leier. Die alte Leier. Ich glaube, wir stehen schon ganz gut da. So, die noch und die noch. So. Dann sollte es passen. Hier haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was an Krams bekommen. Dann nehmen wir
das Ding weg und das Ding weg. Und das hier ist auch bloß selten. Das ist episch. Das war ganz nett, aber das legendäre Schwert ist noch ein bisschen Kanabo. Uiuiuiui. Einmal auf die 12. So, dann haben wir das. Können wir noch den Schund mitnehmen. Ja, und keinen interessiert es weiter mehr. Das ist super. Schicke die Nachricht. Jawohl, das machen wir auch noch. Wie läuft's mit Max? Ist nicht einfach. Hat er mich auch überrascht. Ihm gefällt nicht, wie du jetzt drauf bist, ha? Huh? Ich mochte manche Sachen anfangs auch nicht. Mag sie immer noch nicht. Aber man findet sich damit ab. Was hat er nun vor? Das weiß er selbst noch nicht. Bis dann. Ach so. Wir müssen ja schicken. Ich Idiot. Wir müssen ja schicken. Moment. Wir müssen ja schicken. Das und... Nee, da, da, da. Nachrichten und dann müssen wir Regina und dann das da. Norius Tod. Diese Stimmung des Mords hat mich wohl auch gepackt. Die Stimmung des Mords oder Saki, wie Fromm es in seinem Buch Zen, Buddhismus und Psychoanalyse nennt. Die alten Samurai-Meister waren übernatürlich gut darin, drohende Gefahren zu spüren. Offensichtlich haben die Tiger Claws diese Fähigkeit nie erlernt und dafür mussten sie jetzt büßen. Manche Leute wie Norio müssen immer den genauen Grund für alles wissen. Er hat verzweifelt nach Julias Mörder gesucht, bis er sie gefunden hat. Wenigstens konnte er vor seinem Tod seine Zweifel ausräumen. Ja, wenn Skippy nicht durch die Schüsse verrät, ja, durch das Geplauder, definitiv. So, mit O. Das sieht gut aus. Wie wär's denn? Ist denn hier vielleicht noch... Diese... Pass auf, wir fahren einmal hier um Rondell rum. Das sollte noch die Zeit hergeben heute. Wir fahren einmal im Rondell rum. Du warst... Nee, du warst bloß ein Auto, okay. In diese Richtung... Was? 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 Du lügst! Der hat gelogen! Angegriffen! Angegriffen. So ein Quatsch. Feuer frei! Ja, das war die gerechte Strafe dafür. Fürs Lügen gleich lila fallen lassen. So muss es sein. Laufen wir noch richtig? Vermutlich. So, komm, Regina, los. Dülüt. Komm, Regina, wir sind nur noch 50 entfernt. Jetzt. Valentinus. Es ist schwer, Frieden zu erlangen. Während dir ein Dämon innewohnt. Das Nachdenken ist wie die Stille im Auge eines Sturms. Du lässt los. Du bist nicht fest in dieser Welt verankert. Imagine? Nach und nach verlierst du dich selbst. Du musst dich läutern.
dein Gleichgewicht wiederfinden. Ich kann dir helfen. Setz dich. Imagine all the people. Okay, bin ganz Ohr. In der Stadt bist du von der Natur getrennt. Schluchten aus Glas und Beton, neonfarbene Augen. Der Dreck dieser Welt lässt dich ersticken. Ein Zen-Garten ist es nicht gerade. Du musst ruhen und wieder mit deinem Selbst in Kontakt treten. Du bist die Quelle. Alles, was du tun musst, ist aus ihr schöpfen. Bist du bereit? Na klar. Keine Ahnung, was das soll, aber ich nehm's dir nicht ab. Ach komm, hier gleich, volle Pulle. Ich kann's ja mal versuchen. Ich gebe dir einen Brain Dance zum Meditieren, um dein Bewusstsein zu befreien. Geben? Entscheide selbst, wie viel du mir zahlst. Das sollte genügen. Wie du wünschst. Die ersten Meditationstechniken sollten unter Aufsicht angewandt werden. Lass uns anfangen. Ich leite dich an. Keine Ahnung, was wir hier gerade machen, aber... Hast du lange keinen Braindance mehr gehabt, ja? Können wir ruhig öfter sowas haben. Ich sag ja, Kriminalfälle lösen mit Braindance. Des Elements Erde. Geist der Natur. Mutter Erde. Ich grüße dich. Hi. Wir sind gleichen Blutes. Ich bin du, du bist ich. O Mutter Erde, die mich und alle Kreaturen der Welt gebar, bleie meinen Körper und meine Seele von Schmerz, Krankheit, Unreinheit und negativer Energie anderer Menschen und Dimensionen. Bleie mir die Kraft des Lebens. Bleie mir Gesundheit, Jugend, Wissen, Stärke, Freude und inneren Frieden. Wir gehen über Erde und Wiesen, Natur in voller Blütezeit. Wir ziehen unsere Schuhe aus. Mit unseren bloßen Füßen nehmen wir die Energie der Erde auf. Wir spüren Freude, Klarheit, Reinheit im Herzen und in der Seele. Wir schreiten über die Erde. Schmetterlinge lassen sich auf Blumen nieder. Bienen sammeln Nektar. Wärme und Freude umgibt uns, durchdringt uns. Wir nehmen die Energie der Erde mit jeder Faser unseres Körpers auf. Unsere Seelen sind rein. Wir danken dir, Mutter Erde, mit Geist, Körper und Seele. Ohne dich, wie auch ohne die anderen Elemente, gäbe es kein Leben. War cool. Hallo? Netter Zaubertrick. Das war cool. Ach, so eine schöne Kleinigkeiten hier im Spiel. So. Oh, warte mal. Hey, wie, tut mir leid, dass ich dich in diese ganze Sache mit reingezogen habe. Keine Sorge, ich hatte Gelegenheit auszusteigen. Und wie fühlst du dich nach der ganzen Sache? Ach komm, keine Sorge. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich weiß nicht, irgendwie schuldig, was bescheuert ist. Der Bastard hat es verdient. Du musst langsam die Vergangenheit hinter dir lassen. Komm. Ich weiß, das hätte Dean auch gewollt, dass ich nicht nur der Vergangenheit nachtraue. Nochmal danke für alles, wie. Pass auf dich auf, Claire. Ob wir sie jemals wiedersehen? Annehmen? Nee, die Quest kann ich bestimmt nicht annehmen. Unentdeckt haben wir noch aktiv. Sehr schön. Unentdeckt ist in die Richtung.
Hier müssen wir mal beim Tageslicht hinkommen. Wo sind wir denn eigentlich? Hier unten ist irgendwo... Hier ist ein Garten. Okay. Ich glaube, da komme ich nicht rein. Wer schießt? Ich komme hier leider nicht rein da unten, ne? Schade. Mist. Irgendwie habe ich gerade ein Problem. Uiuiuiuiui. Ich wollte doch überhaupt nichts. Ja, ich bin getarnt. Macht, was ihr wollt. Oh, das ist was anderes. Das ist hier eine... Oh. Ich glaube, das ist nicht gut. Die sehen mich. Oh, was habe ich hier schon wieder angestellt? Kann ich auch nicht eliminieren. Ihr seht mich doch gar nicht. Ja, mache ich. Oh. Neutralisiere die Gefahr. Okay, der beamt sich irgendwo hin. Mit ihm kann ich aber nichts machen. Der ist gleich oben. Nein, da ist er. Alter. Und der hat Boom gemacht. Eieieiei. Einfach so. Boom. Weißt du, dabei habe ich da bloß eine Granate geworfen. Wer brüllt denn hier so? Ist das hier oben auf der Brücke oder so? Oh. Oh. Super-Sheriff, genau. Kann man so sagen, das ist der Super-Sheriff. Hab schon wieder fast keine Munition mehr. Dabei habe ich extra Munition vorher gemacht. Vor dem Stream. 700 oder 800 Schuss hatte ich. So viel ist übrig geblieben. 57.
Verschlossen. So, wo muss ich denn jetzt hier nur... Da nicht. Wo geht's hier lang? Hi. Bist du blind? Nein. So, sind... Oh, nee. Die hatten wir schon mal. Die hatten wir schon mal. Die sind ganz hart. Die sind wirklich ganz hart. Oh. Der vor allem. Und wir können die nicht hacken oder so. Hi. Alles schick? Hast du ein Problem? Nö, nö, nö. Nicht zu sehen. Hau ab. Okay, okay. Ich bin... Ich glaube, die waren ganz wild hier, die... Ach, so eine... an, das war für die Schmerzen, die er uns schon mal früher bereitet hatte. Ich glaube, wir haben 4-5 Mal probiert. Jetzt explodiere ich. Ja. Irgendwie auf der einen Art befriedigend, das Ganze. So, was soll ich? Soll ein Konzerner... Ach, den hier. Steh auf und erstrahl im Glanz. Konzernschwanz. Oh, fuck. Nigel Hamilton. Scheiße. Ohne dich wäre ich jetzt... Danke. Die Firma hat dich geschickt. Falsch geraten. Moment mal. Was willst du dann von mir? Die Wahrheit. Was wollten die Bullen von dir? Na, weiß ich nicht. Die haben irgendwas von einer Schlampe und Virtu gesagt. Als ich gefragt habe, was das mit mir zu tun hat, haben die auf mich eingeprügelt. Ich dachte, ich gehe drauf. Die Stadt geht echt den Bach runter. Wenn sogar die Polizei sowas grundlos und in der Öffentlichkeit macht. Drück deine Eddies raus, schade, haben wir nicht. Ist egal. Mach schon, verzieh dich. Wirklich? Aber einfach so? Du willst dafür gar nichts von mir? Nichts. Was? Das kaufe ich dir nicht ab. Du hast mir einfach nur zum Spaß geholfen? Ja. Pass mal auf, gehört halt nicht jeder zu deinem Pack, du Sack. Genau. Zumal ich ja gerade mit Dalai Lama eine Session hatte, ne? Ich bin sehr tiefenentspannt gerade. Zumal. Komm, los, geh. Einfach gehen. Einfach gehen. Ja, so ist fein. Wir sehen uns. Früher oder später sehen wir uns wieder. Ach, das ist... Ui. Ja, ja. Oh, was die uns eingeheizt hatten damals.
Ich weiß nicht, wie viele Handgranaten ich reingesammelt hatte, aber das hatte ja nichts gebracht. Die haben ja kaum Schaden genommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich denke mal... Ja, ne? Ja, mir fehlt die Fertigkeit, anderen Leuten die Eddies wegzunehmen. Es tut mir leid. ich würde mal sagen... Wir machen hier langsam Feierabend, nachdem wir so schön entspannten Ausflug in die Welt des Buddhismus hatten. Ne? Sind wir eigentlich recht gut bei der Sache? Haben jetzt anderen auch noch unentgeltlich geholfen? Das finde ich richtig löblich von mir. Und guck mal, hier wird schön getrickst wieder. Ne? Ja, ja. Und ja, es wird Zeit langsam in die Falle zu gehen. Morgen ist wieder ein langer Tag. Und ja, wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Mal gucken, mit was. The Medium fällt ja jetzt aus, also weit zu Ende. Und Monkey Island zu Ende. Und Sherlock. Vielleicht spielen wir Sherlock weiter. Mal gucken. Eins von den ganzen Dingern. Werden wir sehen. Erstmal wegpacken. Vielen Dank fürs Zusehen. Schlaft gut, träumt was Schönes. Wir sehen uns dann, wie gesagt, morgen wieder. Würde mich freuen. Bis dahin. Euer Firefox.